Ich sag dir, da trittst du nur einmal ganz vorsichtig aufs Gas und bang, hast die Schallmauer gebrochen. Schönen guten Tag auch ihr Nasen und herzlich willkommen zu einem neuen Race im Info hier auf dem Kanal. Ihr seht, ich bin mal wieder mit dem Opel Kadett C unterwegs, was auch sonst, bei Dirt und Kanalinfos, was denn sonst? Erstmal, na gar nicht mal Kanalinfo im Prinzip auf meinen Kanal bezogen, sondern ich will mal ein paar Glückwünsche raushauen. Ich habe nämlich gesehen, der gute C-Pit hat 130 Abonnenten. Das freut mich tierisch für ihn. Der wird mich bald überholen, wenn es so weitergeht. Ich bin nämlich so um die 140. Und da tut sich nicht wirklich viel. Juckt mich aber nicht. Ich freue mich einfach wirklich für ihn. Holt mich bald ein. Schaffst du Kohle. Nee, Glückwunsch wollte ich einfach sagen. Ich freue mich echt für dich. Weiter geht's. Hier, das Auto. Ne, also nicht ganz das, sondern meiner. Feier selber C-Kadett, wisst ihr ja. Wollte ich Videos machen, ist zurzeit ein bisschen schwierig. C-Krise, also nicht C-Kadett-Krise, sondern C-Krise ist halt angesagt. Und da kann man nicht viel machen. Ich könnte irgendwie so einen kleinen läppischen Carporn in der Garage drehen, will ich aber nicht. Wenn, dann wollte ich das Auto auch ein bisschen auf der Straße zeigen und so. Möchte ich jetzt derzeit einfach nicht machen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Da kommt auf jeden Fall, wenn das hier sich alles ein bisschen beruhigt hat, da kommt da was. Wir sowieso noch ein bisschen was dran rumbasteln am Auto. Also ihr werdet mehr Veränderung sehen, als wie ich eigentlich vorgehabt habe. Also ich baue da jetzt keine Bastel-Tuning-Kiste draus, um Gottes Willen. Der wird schon noch irgendwie so seinen Spirit haben, aber da kommen halt noch ein paar Sachen dazu, wo ich mich tierisch drüber freue. Und ja, also Chrissy ist halt nicht aus der Welt, sondern einfach, ja, ich drehe zwar für mich meine Runden ab und zu mal, dass die Karre einfach gefahren wird, aber man will es ja nicht übertreiben. Ne? Versteht ihr? Dann geht's um den Nachfolger zu Dieb 4. Den habe ich nämlich mittlerweile abgedreht. Das sollte jetzt hier im April noch fertig werden. Und eigentlich hatte ich gesagt, dass dann die Chris-Kampagne von Resident Evil 1 kommt. Hatte ich gesagt. Kam aber was dazwischen. Ein neues Projekt, auch Survival Horror. Auch sehr klassisch eigentlich gehalten, obwohl es ein neues Spiel ist. Für PC-Spieler nicht ganz neu. Für Xbox und PlayStation-Spieler ist es neu. Verrate ich nicht, ich blende am Ende des Videos auf jeden Fall ein Bild ein. Jetzt habe ich aber das Problem. Zwischen Dieb 4, dem Ende, dem letzten Part, und dem Spiel, was ich eben beredet habe, habe ich noch Zeit. Da muss noch ein Füllerprojekt im Prinzip rein. No. Jo, blende ich jetzt auch mal ein Bild ein. Es ist eine bekannte Serie, die ich hier schon ein paar Mal verwurstelt habe. Ist auch Survival Horror und ich glaube, ihr werdet euch trotzdem freuen. Kommt hier auf den Kanal. Kurze Zusammenfassung. Das Race ist hier gleich durch. Ja, zieh einfach fertig aus. Passt schon. Nochmal kurze Zusammenfassung, also nochmal fette Glückwünsche gehen raus an Cepit, freut mich. 130, vielleicht jetzt sogar schon mehr Abonnenten, ganz, ganz klasse. Kadett, komm, Videos, aber nicht in nächster Zeit, geht halt einfach nicht. Ich will halt auch keinen Stunk provozieren, ihr wisst, was ich meine. Die Bullerei und so. Außerdem ist auch zeittechnisch relativ schwierig bei mir im Job. Also mal Grüße gehen auch raus an alle, die einen ähnlichen Job haben oder Verkäufer sind oder LKW-Fahrer, die sich den Arsch aufreißen. Genauso gehen aber Grüße raus an die Leute, die zu Hause sich den Arsch platt sitzen und denen die Decke auf den Kopf fällt. Das wird anders, Leute. Das wird irgendwann anders. Das wird wieder gut. Dann, wie gesagt, es gibt einen Nachfolger zu Dieb 4. Erstmal ein kleines Filler-Projekt. Ist übertrieben jetzt gesagt. Das Spiel ist bloß relativ kurz, was ich da mache, weil tatsächlich ein Projekt denn für mich wichtig ist, was auf Konsole jetzt neu ist. Ich blende euch, wie gesagt, am Ende dieses Videos hier zwei Bilder ein, nach der Wiederholung hier. Und das war's dann auch schon für das Race im Info. Ein bisschen kryptisch heute.
Genießt noch den Rest der Wiederholung. Wie gesagt, danach kommen noch einfach zwei Standbilder. Mehr ist es einfach nicht. Ihr könnt ja dann in die Kommentare schreiben, was das für Spiele sein könnten. Das eine ist, glaube ich, relativ einfach. Das andere eher nicht so. Egal. Ich wünsche euch jedenfalls noch viel Spaß, wie gesagt, mit dem Rest des Videos hier, mit der Wiederholung. Lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht stressen, lasst euch nicht von der Krise auffressen. Wir schaffen das alle, ne? Ganz andere Sachen geschafft. Invasion der Ossis im Westen, ne? Ich bin selber einer, ich weiß, wie das ist. Nee, haut rein. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Race and Info. Bis dann. Ciao.